Das sieht aber schon irgendwie nach Mine aus. Nee, nicht so richtig, aber so ein bisschen. So, kommt mal her. Oh, jetzt wird's langsam spaßig. Jetzt kommen dann doch ein paar mehr auf einmal. Scheinen sie langsam fertig zu sein mit den Spielereien mit der Katze drüben. So, erstmal den Anführer. Ne? Euch demoralisieren, indem wir euch die Anführerschaft klauen. Oh nein, bitte nicht an den Holzbock. Na gut, hat noch gereicht. Oh, bitte geh mal auf den. Genau, dankeschön. Der muss weg. Der muss weg. Und erstmal die Krieger. Nach den Speeren sind ja die Krieger diejenigen, die nicht so viel vertragen. Oh, jetzt mitten in die Masse rein. Schlecht. Den nehmen wir noch mit, wenn wir uns hier so ein bisschen wegbewegen jetzt erstmal. Ach komm schon, der hat mich niemals erwischt. So. Ich muss erstmal irgendwie den Berg hoch. Oder irgendwo hin, wo ich in Sicherheit bin. Ja, später. Ich kann gerade nicht sterben. Geht gerade nicht. Keine Zeit für. So, jetzt können wir wieder. Komm her, mein kleiner Elite-Krieger. Oder gehen wir erstmal auf den Krieger rüber. So. Nicht doch. Warum drehst du dich zu dem verdammten Elite-Krieger hin? Du sollst gegen den Krieger kämpfen jetzt. Ach, du nährst mich. Es ist unglaublich mit diesem Kerl. Dieses Kampfsystem treibt mich in den Wahnsinn in Verbindung mit der neuen KI. So. Bitte erstmal den Krieger. Dankeschön. So. Oh je. Jetzt kommen sie alle. Jetzt kommen sie alle und wollen auch mit mir Spaß haben. Oh je. So, ich hoffe mal, hier hinten ist sonst nichts weiter. Es wäre schlecht, wenn wir jetzt gleich in den nächsten Schlamassel reinrennen. Hier, ich komme. Kannst probieren. Have a try. Erstmal wieder den mit der Tara. So. Ich will mich erstmal hier zu den schwach uniformierten, gerüsteten durchkämpfen. So, und der Speer bitte noch. Der Speer mit seiner süßen kleinen Stoffuniform hier, die ja gar nichts abhält. So, jetzt können wir uns dir widmen. Ach nee. Komm, ich muss erstmal hier. Ich muss erstmal mich um jemanden kümmern. Ah, uncool, uncool, uncool. Das hört aber auch nicht auf. Das werden mehr und mehr. Oh, scheiße. Lauf. Mensch, ich habe hier aber ganz schön zu tun. Kann das sein? So, trinken. Danke sehr. Hüpf. Und jetzt erstmal... Oh, nein! Sag mal, der ist ja immer noch da, der Säbelzahn. Den haben die ja noch gar nicht erlegt. Schön den Berg hoch. Nein! Sag mal. Und ich würde gern irgendwas sehen können hier. Ich sehe nicht. Danke, 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 danke. Super, ganz toll. So kann ich natürlich wunderbar kämpfen, wenn ich nichts sehe und nicht reagieren kann auf irgendwas hier. So, bin ich mal gespannt, wo ich das letzte Mal gespeichert habe. Ach, ich bin irgendwie nicht mehr so belastungsfähig gerade hier jetzt in der Aufnahme. Ich weiß nicht, ob ich mir Akasha wirklich antun soll. Es wird ja wahrscheinlich das härteste Grab von allen sein. Schließlich gibt es ja dort auch die größte Belohnung. Tue ich mir das wirklich noch an jetzt hier in der Aufnahme? Hm. Naja. Muss ja, ne? Sonst wird er nix. Muss ja was werden. Sage ich mir auch immer bei meiner Masterarbeit. Muss ja was werden. Oh, scheiße, nein. Komm schon, echt? Da habe ich das letzte Mal gespeichert? Und die sind alle wieder auf ihren Positionen? Ich werd verrückt. Hier hinten ist keiner mehr. Ach nee, doch, sind auch noch welche. Na klar doch. Wie viele tausend Orks springen in diesem verdammten Lager denn rum? Wo bin ich denn hier gelandet? Bin ich in Orkhausen gelandet oder was? Und da kommt auch noch ein Schamane, natürlich. Ja.
Ich habe keine Lust mehr auf diesen Mist. Ach Mann. Warum nur? Ich glaube, ich lasse die erstmal in ihrem beschissenen Lager und schnapp mir erstmal die, die herausgeeilt sind, um sich den Säbelzahn vorzunehmen. Vielleicht ist das die bessere Alternative. Dann soll der Anführer halt erstmal Anführer bleiben und der Schamane Schamane. Hi, Kumpel. Und dann kümmere ich mich erstmal um Leute wie dich hier, ne? Bleib stehen! Ich bin doch hier! Oh, der Anführer will trotzdem kommen. Das ist natürlich auch schön. Das ist sehr zuvorkommend von ihm. Oder sehr herauskommend, wie auch immer man es sehen möchte. Bitte kämpf dann aber mal! Ach Mann. Der ist so ein beschissener Loser, das geht überhaupt nicht. Trink schneller, bitte trink schneller! Lauf weg! Oh, hier sind auch noch genug. Scheiße. Das sind viel zu viele. Warum sind hier so verdammt viele Orks unterwegs? Das ist ein Lager? Das kannst du mir doch nicht erzählen. Alter, was? Oh, warum? Womit habe ich das verdient? Kommt, ein paar sollen mir folgen. Doch nicht alle. Komm, erstmal den Elite-Krieger, bitte. Den hast du schon vorge... Ich habe gerade voll durch den durchgeschlagen. Ich kann es nicht leiden, wenn man durch Gegner durchschlägt und sie dadurch halt auch nicht an ihren Aktionen gehindert werden und einen deswegen dann treffen können, weil man selbst ja noch ausschwingen muss von seinem Schlag. Das ist das Dümmste überhaupt. Warum hast du jetzt nicht zugeschlagen? Kannst du mir das mal erklären? Dieser Typ ist so strunzdämlich, das gibt's gar nicht. Der kriegt nichts auf die Reihe. Ist bitte schneller. Danke. So, lass mit. Kannst du auch an denen vorbeigehen, ohne getroffen zu werden? Der war doch gar nicht in der Nähe, Mensch. Der war doch gar nicht in der Schlagdistanz. Ich wollte gerade sagen, gehen wir einfach mal an denen vorbei und schnappen uns die, die hier noch etwas abseits stehen. Aber man wird ja trotzdem getroffen, auch wenn man vorbeigehen will. So, Anführer weg. Jetzt seid bitte demoralisiert. Ich sehe nichts. Ich sehe gar nichts. Und natürlich liege ich mal wieder am Boden und bin halb tot. Oh, bitte geh weg von dem. Scheiße, wo bin ich denn hier gelandet? Das ist ja die Hölle auf Erden. Oh, scheiße. Ja, super, super, echt toll. Könntest du nur noch meckern hier. So, komm bitte. Hast du dir so gedacht, hä? Scheiße. Ich komme nicht vorwärts hier. So, doch, jetzt komme ich ein bisschen vorwärts. So langsam dünnt sich dann doch ein bisschen aus. Das wird ja auch mal Zeit, dass zumindest... Alter. Alter! Jetzt lass mich doch mal wenigstens abhauen. Ey, du hast ja auch keine Chance, wenn du einmal getroffen wirst, dann hacken sie alle auf dich ein wie die Verrückten. So, irgendwie haben sie sich jetzt aufgehängt. So, mal speichern. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Wenn ich jetzt... Ich bin ja immer nah am Tode. Und wenn ich dann doch mal sterben sollte, dann habe ich wenigstens zumindest den kleinen Fortschritt, den Anführer getötet zu haben, schon mal sicher. Mach doch bitte die Leute erstmal tot, bevor du die nächsten nimmst. Warum denn immer so umständlich? So. Schön, dass ihr euch mit dem hier hinten ein bisschen aufhaltet. Freut mich, dass der euch auch Spaß macht. So. Komm, triff ihn auch. Triff ihn auch. Dann hilft das. Ja, sehr gut. Nee, ihr dürft schon bei ihm bleiben da. Warum haben die alle solche Äxte? Das nervt. Ist keine Chance? Keine Chance? So. Wieso kämpfen jetzt nur noch zwei Orks gegen die zwei Eisgolems? War das nicht gerade noch viel angenehmer irgendwie von der Aufteilung her? Mir war irgendwie so. Juhu, wir haben ein Level Up. In anderen Spielen würde man jetzt komplett geheilt werden. Das könnte ich sehr gut gebrauchen. Aber nicht hier, nein.
Wo kommt denn der Speer jetzt her? Wurde er losgesandt, um zu schauen, wie es den restlichen Orks geht, oder was? Oh, danke! Danke! Ich habe ein Orklager ausgelöscht, juhu. Eieiei. Das war noch viel schlimmer als jegliches Ahnengrab. Ganz ehrlich, da können zigtausend Bogenschützen sein. Nichts ist so schlimm wie das. Ich habe ja Massen an Heiltränken hier verbraten. So, und jetzt muss ich erstmal schauen, ob sich der Schamane verpisst hat oder ob der jetzt hier noch drin ist. Ich würde eigentlich gerne mal so einen Schamanen abwetzen sehen. Wie er flüchtet. Aber er scheint gegangen zu sein. Der Schamane ist nicht mehr da. So, erstmal was essen. Er hat sogar seinen Klingenstab an Ort und Stelle fallen lassen. Ist ja spitze. So, wenn du doch nur reinbeißen könntest, das wäre schön. Das war wirklich nur so ein kleines Lager. Das ist unglaublich, wie viele tausende Orks hier rausgeschissen gekommen sind. Ich brauche einen Dietrich. Ach ja, da war ja was. Das ist nicht zu fassen. Und jetzt spare ich es mir, den ganzen Mist auch noch einzusammeln. Das ist mir jetzt echt zu viel Mühe. Ich will jetzt nur noch zu Akashas Ahnengrab und dort dann jetzt noch den Ahnenstein reinpacken und dann ist auch gut. Fürs Erste. Ja, zum Feuerclan? Naja. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg, aber das sieht eigentlich von der groben Richtung her gut aus. Wir bewegen uns ja eigentlich genau richtig und da war ja auch eine rote Linie. Ich denke, das wird dann wohl... Was ist denn hier an Trollen los? Meine Fresse! Nein, ich kämpfe jetzt nicht gegen dich, du blöder Pfeffertroll. Und auch die Goblins lasse ich jetzt mal links liegen. Ich habe jetzt gerade keinen Bock mehr. Und das klang jetzt schon wieder nach Eisgolem. Was ist denn das für eine Strecke hier? Fahrt zur Hölle oder was? Also nicht Fahrt zur Hölle, sondern Pfad zur Hölle. Hui, das ist ja mal wieder richtig angenehm, gegen ein paar Eiswölfe zu kämpfen. Wobei ich ja auch da schon meine Krämpfe gekriegt habe. Ich weiß noch, als wir die große Eiswolf-Rotte hatten. Beziehungsweise Rudel. Bei Wölfen sagt man ja nicht Rotte. Gibt es eigentlich noch andere Tiere außer Wildschweine, bei denen man Rotte sagt? Ich glaube nicht, oder? Kurz was essen. So. Da ist schon wieder ein Lager. Bitte sagt mir nicht, dass das schon wieder ein Orklager ist. Nein! Oh, wo bin ich hier nur gelandet? Das ist so schrecklich. Womit habe ich das denn verdient? Womit habe ich diese zigtausend Orks verdient? Die sind noch viel schlimmer als zigtausend und Dauter. Aber es könnte natürlich sein, dass es hier zum Dingens geht, zum Grab. Wie viele seid ihr? Es geht eigentlich. Du bist kein Gegner für mich. Mhm. Sonst noch jemand? Drei ist gut, drei ist okay. Kommt mit. Kommt, lasst uns spielen. Ja, mitkommen. Wir gehen erstmal vom Rest ein bisschen weg. So. Und jetzt spielen wir mal eine Runde, würde ich sagen, was? Ich meine, es sind nur Krieger, die dürften eigentlich gut wegzulatzen gehen. Zumal die keine großen Äxte haben. Das ist ja schon mal die schöne Nachricht dabei. Das sind ja nur die kleinen. Die gehen ja relativ schnell. Die sahen aber seltsam postiert aus dort, muss ich sagen. Das ist bestimmt kein normales Lager. Hier, kommt. Lasst euren Anführer ruhig alleine stehen. Das ist in Ordnung so. Der hat's verdient. So. Gut, wir kämpfen jetzt einfach mal so gleich. Vielleicht kriegt er der Anführer mit, da kann er gleich mal vorbeigucken kommen noch. Hauptsache, du triffst dann auch mal einen und tötest ihn. Genau so. Dankeschön. Das brauchen meine Nerven, dass du ab und zu auch mal einen Gegner tötest. So. Das lässt mich ruhiger schlafen. Und jetzt noch den Anführer, der schwer vom Begriff ist. So, da oben war doch auch einer drin, oder? Mehrere sogar. Und ich sehe einen Schamanen. Oh nein, ich hasse Schamanen. Ich sehe sogar mehrere Schamanen. Warum nur? Alter, ist das ein Schamanenhort hier oder was? Ich verstecke mich hier mal.
Vielleicht kommt... Ach nee, der lässt es einfach sein. Vielleicht kommt ja irgendwer, wenn ich hier ein bisschen mit der Armbrust rumballer. Okay, den interessiert es gleich mal gar nicht. Ist auch gut. Nochmal, neuer Versuch. Ja, ich wollte schon sagen, den muss ich doch getroffen haben. So, was kommt denn da?